Ende Juli diesen Jahres kam es in einigen Teilen Europas zu starken Hochwassern mit verheerenden Auswirkungen. In Deutschland waren vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen. Über 184 Menschen verloren dabei ihr Leben in den Fluten. Schätzungen zufolge liegt die Dunkelziffer jedoch deutlich höher und viele werden selbst Monate nach der Katastrophe immer noch vermisst. Freiwillige kamen zu Tausenden in die betroffenen Regionen, um örtlichen Einsatzkräften auszuhelfen, und die Bundesregierung genehmigte 800 Millionen Euro Soforthilfe, um unmittelbare Schäden zu beseitigen und die grundlegende Infrastruktur wieder aufzubauen. Bisher wurden jedoch gerade einmal 10% davon bewilligt und auch Monate nach der Flutkatastrophe gibt es immer noch viele Haushalte ohne Strom, aber vor allem ohne Gasversorgung. Jetzt, 3 Monate nach der Flut, ist das Thema in den Medien gefühlt weggespült. Doch die Schäden sind ja längst nicht behoben. Wir, das sind Mausakrobat und Mailand, haben uns Anfang Oktober auf den Weg nach Bad 9a Ahrweiler gemacht, um uns 2 Monate nach der Katastrophe selbst einen Überblick zu verschaffen. Mitten durch den idyllischen Ort im nördlichen Rheinland-Pfalz fließt die Ahr, ein wenige Meter breiter Bach. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli stieg das Wasser dort bis auf mehrere Meter hoch und bis auf eine Breite von stellenweise über 500 Meter. In diesem Video möchten wir euch unser Spendenprojekt vorstellen, bei welchem ihr direkt helfen könnt. Der Bürgermeister Richard Lindner hatte uns eingeladen, um uns selbst ein Bild von der Zerstörung zu zeichnen und es mit euch teilen zu können. Ja Leute, wir sind mittlerweile angekommen in Bad 9a Ahrweiler. Wir stehen hier mit Richard. Er ist der Vorsteher der Freiwilligen Feuerwehr hier und außerdem der Ortsbürgermeister. Und ja, auch jemand, der quasi das Hochwasser voll miterlebt hat. Extreme Einsatzbelastung hier in den, vor allem den ersten 2 Wochen des Hochwassers hatte. Der wird uns gleich rumführen. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selber vor. Ja, okay. Also vielen Dank, dass ihr hier seid, lieber Andreas, lieber Malte. Mein Name ist Richard Lindner. Ich bin hier der Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad 9a. Außerdem bin ich noch der Ortsvorsteher von der Stadt Bad 9a. Wir haben hier in Bad 9a Ahrweiler ungefähr 30.000 Einwohner und hier im Ortsbezirk Bad 9a sind es 12.000. Und ihr müsst euch vorstellen, von den 30.000 Einwohnern hier in Bad 9a Ahrweiler sind 25.000 mittelbar oder unmittelbar von der Flutkatastrophe betroffen. Man sieht definitiv, dass in dieser Feuerwache während der ersten Wochen nach der Flut heftige Zustände herrschten. Überall standen Gerätschaften, welche auch von umliegenden Feuerwehren geliehen wurden. Das Areal war zu dieser Zeit ein zentraler Drehpunkt in der Region. Hilfsgüter und Maschinen waren hier geparkt und wurden von hier aus koordiniert. Im Gespräch mit Richard erfuhren wir, mit welchen Umständen die Betroffenen am Tag nach der Flut konfrontiert waren. Weder fließend Wasser, noch Strom, noch Gas. Nach ein paar Tagen war Strom wieder da. Ja. Wasser war auch relativ schnell wieder da, aber ab Kochgebot bis vorletzte Woche, also 10 Wochen lang mussten wir das Wasser abkochen. Mit dem Gas war ein ganz großes Thema, kommt aber auch langsam. Ihr werdet gleich auch sehen, überall wo wir vorbeifahren, sind so grüne Flüssiggastanks. Viele Leute behelfen sich damit, insofern, dass die dann ihre Heizung umstellen von Erdgas auf Flüssiggas. Das funktioniert? Das geht. Okay. Weil es ist jetzt wunderbar schön warm hier, wir haben hier Spätsommer im Ahrtal, das ist wunderbar. Nur heute Morgen hatten wir 4 Grad. Ja, ich wollte gerade sagen. Und nachts ist es kühl. Ja. Und morgens ist es kalt in der Wohnung. Genau. Ja. Die Grundversorgung war zügig wiederhergestellt, doch bis zum Erreichen eines Normalzustandes würde es schätzungsweise noch 5 Jahre brauchen. Die Schäden an der Infrastruktur belaufen sich auf über 2 Milliarden Euro. Im Mannschaftstransporter der Feuerwehr bekamen wir eine Tour durch den Ort. Erster Stopp war ein Einfamilienhaus, ca. 200 Meter von der Ahr entfernt. Zum Zeitpunkt der Flut stand das Wasser im Stockwerk bis 20 cm unter die Decke. Um das Haus wieder bewohnbar zu machen, müssen Keller und Erdgeschoss komplett trockengelegt werden. Das brachte ganz neue Probleme mit sich. Durch diese Abrissarbeiten, Estrich raus, Putz raus, Fliesen raus, alle Kellerräume sind leergeräumt worden, hatten wir in den ersten Wochen ein Müllaufkommen wie sonst, wie in den letzten 30 Jahren. Also nochmal, wir hatten in 7 Tagen so viel Müll und Sperrmüll wie in den vergangenen 30 Jahren insgesamt. Über 8000 Häuser in der Ahrregion teilen dieses Schicksal. Für manche kam es sogar noch schlimmer. So, das Haus, was ihr jetzt seht, wurde hier durch den Fluss aus den Angeln gehoben und muss jetzt abgerissen werden, weil es komplett aus den Fugen gerissen worden ist. Stand auch mal gerade.
bis da oben stand das Wasser. Selbst wenn man das jetzt hier vor Ort sieht, kaum vorstellbar. Das Krasse ist, dass die Leute, die hier gewohnt haben, jetzt nicht mehr neu hier bauen dürfen, nachdem das Haus abgerissen wurde, aufgrund von neuen Hochwasserschutzverordnungen. Das heißt, die Familie muss umgesiedelt werden. Das ist Wahnsinn, sie können nichts dagegen tun. Also Häuser dürfen renoviert werden, aber dürfen halt nicht neu gebaut werden. Anschließend besuchten wir die Flaniermeile des Ortes. Das Ahrtal ist bekannt als Erholungsgebiet. Die Region lebt vor allem vom Tourismus. Namenhafte Hotels im Zentrum haben Schaden in Millionenhöhe davongetragen und von der idyllischen Umgebung ist nicht mehr viel übrig. Du kannst ja jeden fragen, wen du willst. Jeder ist mehr oder weniger mittelbar oder unmittelbar betroffen. Jeder kann seine Story erzählen. Und Mailand und ich merken während des Rundgangs immer wieder, wie wenig greifbar solch eine Katastrophe eigentlich ist. Obwohl man die Folgen mit den eigenen Augen sieht, ist es irgendwie nur schwer vorstellbar, mit welcher Gewalt die Flutwelle Autos, Brücken, tonnenschwere LKWs mit sich gerissen hat. Ja, viele fragen sich natürlich, wo kamen diese enormen Wassermassen her, wo kam diese Flutwelle her? Hier haben wir ein typisches Beispiel, eine von vielen, vielen Brücken, die betroffen waren. Und ihr müsst euch das so vorstellen, durch dieses immense Treibgut, Totholz, Autos, Schwemmgut, hat sich dieses Treibgut vor den Brücken gestaut, auch an der Oberaa. Und irgendwann hat die Brücke nicht mehr standgehalten und ist dann mit einer ganz immensen Flutwelle weggeschwemmt worden bis zur nächsten Brücke. Und so hat sich das aufgestaut und diese Welle wurde immer höher, in der Spitze bis zu 10 Metern. Und ihr habt ja gerade gesehen, welcher idyllische Bach die Aa im Normalfall ist. Die Brücke stand übrigens mal 50 Meter weiter flussaufwärts. Der Großteil der Brücken in der Region war komplett weggespült oder zumindest so stark beschädigt, dass ein Überqueren unmöglich war. Das machte die Situation jetzt nicht gerade leichter. Geschäfte und andere öffentliche Einrichtungen sind nicht auf beiden Seiten gleichermaßen vorhanden. Um ans andere Ufer zu gelangen, mussten mehrere Kilometer Umweg in Kauf genommen werden. Ja, ihr könnt hier sehen, hier war auch mal eine ehemalige Brücke gewesen, die Kurgartenbrücke. Zur Linken unser Spielcasino, auch sehr beliebt, Touristenhochburg war das. Hier haben wir unsere evangelische Pfarrkirche und auf der anderen Seite seht ihr auch die Lindenstraße, die ist komplett weg. Keine Infrastruktur, nichts mehr da. Was uns auch auffällt, ist, dass überall gearbeitet wird. Wir waren an einem Samstag da und haben gemerkt, wie bemüht jeder ist, alles schnellstmöglich vor dem Winter wieder herzurichten. Aber die Flut hat nicht nur materiellen Schaden angerichtet, sondern insbesondere bei Kindern auch psychisch tiefe Spuren hinterlassen. Als nächstes besuchten wir den örtlichen Kindergarten und die Grundschule, wichtige Orte der Begegnung für Kinder. Der Kindergarten ist der Trägerschaft der Stadtbad Neuner Ahrweiler, der wird abgerissen. Auch dieser Kindergarten war ganz, ganz wichtig für die pädagogische Ausbildung unseres Nachwuchs, genauso wie die Grundschule, die gegenüber war, die weitere Schulen, die wir im Stadtgebiet hatten. Teilweise werden die Schulen abgerissen, teilweise saniert. Der Wiederaufbau der Kindergärten und Schulen wird vom jeweiligen Träger, sprich von Stadt, Kreis oder Land gefördert. Aber Gebäude und Gelände sowie Lehrmittel an sich sind nur die halbe Miete. In privaten Gesprächen hat Richard uns erzählt, was die Kinder teilweise für dramatische Szenen mitbeobachten mussten aus dem eigenen Kinderzimmer heraus, wie Kinder aus ihrem eigenen Kinderzimmer fliehen mussten vor den Fluten. Man muss sich nur mal vorstellen, davor anderthalb Jahre Pandemie und dann wird man aus dieser Pandemie in eine Flutkatastrophe geschleudert. Wir würden uns gerne beteiligen an der Unterstützung der beiden Grundschulen sowie dem Kindergarten, wenn es darum geht, Orte zu schaffen, wo die Kinder über Erlebtes sprechen können, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu schaffen, zum Beispiel in Form von Ausflügen etc. Alles, was über das wieder Aufzubauende hinausgeht, dafür stehen derzeit keine Gelder zur Verfügung. Und wenn, dann werden die nur schwerlich im deutschen bürokratischen Sumpf bewilligt. Vereine, die wir unterstützen wollen, findet ihr auf der Website des Spendenprojektes. Dort könnt ihr auch genau nachlesen, wofür das Geld gebraucht wird. Zum Abschluss unserer Tour besuchten wir noch die zweite Feuerwache im Ort oder zumindest das, was davon noch übrig ist. Einen Teil des Gebäudes hat die Flutwelle mit sich gerissen. Unmittelbar neben dem Gelände steht eine Behelfsbrücke, eine der wenigen Möglichkeiten, die Aa dort mit dem Auto zu überqueren. Die Stützen der ehemaligen Brücke sind zwar noch sichtbar, aber die Straße verläuft einfach ins Nichts und die Ufer sind immer noch in einem verwüsteten Zustand.
Die Feuerwehr ist mittlerweile wieder eingezogen, dennoch muss das Haus aber abgerissen werden. Ihr müsst euch vorstellen, wenn so eine Katastrophe völlig unvorbereitet und unerwartet eine ländliche Region wie das Ahrtal trifft, dann werden auch schnell die eigentlichen Helfer zu Opfern und aus Opfern werden wiederum freiwillige Helfer. Wir wollen als Teil des Spendenprojekts auch den Helfern helfen. Jeder dritte Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr war von den Fluten unmittelbar selbst betroffen und auch die Infrastruktur der Feuerwehr wurde zum Teil schwer beschädigt. Als eines der sozialen Zentren in so einer Gemeinde ist das Feuerwehrhaus auch immer mehr als nur eine Abstellmöglichkeit für Fahrzeuge und Ausrüstung. Es ist vielmehr ein Ort der Begegnung, des Austausches und der Auszeit. Gemeinsam mit euch möchten wir dabei unterstützen, dass sich die Feuerwehr nach all den Entbehrungen der letzten Monate wieder neu aufstellen kann und für sich selbst Möglichkeiten schafft, mit dem Erlebten umzugehen und gestärkt in die Zukunft zu blicken. Für alle von euch, die helfen und unterstützen wollen, haben wir wie im letzten Jahr wieder eine Spendenaktion bei Better Place gestartet und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt hier in Kürze alle Projekte einsehen, die Streamingzeiten finden und ab heute, und das ist das Wichtigste, bereits spenden. Ein Video zum Ablauf des Turniers werdet ihr kommende Woche auf dem YouTube-Kanal von mir finden. An der Stelle schon mal vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Anteilnahme und wir hoffen, dass es wie immer ein geiles Event wird. Also bis dahin, ciao.